du hast getrunken, du hast dies, du hast das. Egal, was du gemacht hast. Egal, was du gemacht hast. Bei Allah subhanahu wa ta'ala, nichts ist für Allah zu groß. Nichts ist für Allah unmöglich. Allah liebt es, wenn du zu ihm zurückkehrst, auch wenn er dich nicht braucht. Auch wenn er dich und deine Tauba und deine Ibadah und von allen Menschen nicht braucht. So wie es der Prophet a.s. gesagt hat. Der Prophet a.s. sagte, wenn alle Menschen, vom ersten Menschen bis zum letzten Menschen, vom ersten Djinn bis zum letzten Djinn, alle Menschen und alle Djinn, das gottesfürchtigste Herz hätten, das sauberste Herz hätten, das schönste Herz hätten, es würde Allah subhanahu wa ta'ala nichts in seinem Königreich hinzufügen, in seinem Reichtum, in seiner Schönheit, in seiner Vollkommenheit. Allah subhanahu wa ta'ala benötigt uns nicht. Und dann sagte der Prophet alayhi salatu wassalam, وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ مِّنْكُمْ. Und wenn der erste von euch, der erste Mensch, bis zum letzten Menschen, der erste Djinn bis zum letzten Djinn, hunderte Milliarden oder Billionen von Menschen und Djinn oder Trillionen, Allahu A'lam, wenn allesamt das schwärzeste, das schlimmste Herz hätten, das Herz von Satan, von Iblis, das würde Allah nichts schaden, 0,0 schaden. Ja, subhanallah, Allah braucht uns nicht, liebe Geschwister. Und dennoch, er liebt es, wenn du zu ihm zurückkehrst. Er liebt es, wenn du sagst, oh Allah, vergebe mir. Oh Allah, vergebe mir, ich habe gesündigt. Oh Allah, vergebe mir, ich war schwach. Oh Allah, vergebe mir. Ich war in einer Ghafla. Egal, was du gemacht hast. Und manche Leute, die haben manchmal dieses Gefühl. Und vielleicht hatte das jeder von uns schon mal das Gefühl, dass er so krass gesündigt hat, dass er so eine schlimme Sünde gemacht hat oder eine große Sünde gemacht hat oder viele Sünden gemacht hat oder jahrelang Sünden gemacht hat, dass er denkt, ey, ich bin viel zu schlecht, ich bin viel zu dreckig. Wie soll ich in eine Moschee gehen? Wie soll ich Allah subhanahu wa ta'ala begegnen? Und dass er dann vielleicht schon hoffnungslos ist. Wobei Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, sag, O meine Diener, die sich selbst Unrecht getan haben, die sich selbst Unrecht getan haben mit Sünden und übertrieben haben, die Grenzen überschritten haben, zu viel, zu lange gesündigt haben. La taqnatu min rahmatillah. Allah subhanahu wa ta'ala, der spricht gerade nicht mit den Leuten in der Moschee, die jeden Tag fünfmal in der Moschee sprechen, beten und oft fasten und jeden Tag Koran lesen und sich fernhalten von den großen Sünden und Kopftuch tragen und dieses und jenes und keine Drogen nehmen und ihre Eltern gut behandeln und versuchen, ihren Charakter zu verbessern und freiwillig fasten und freiwillig beten und freiwillig spenden. Nein, Allah spricht gerade nicht mit denen. Allah spricht jetzt hier gerade zu den Leuten, die richtig kaputt sind. Die richtig kaputt sind, richtig weit weg von Allah subhanahu wa ta'ala sind. Genau zu denen spricht Allah gerade. O ihr, die ihr euch selbst Unrecht getan habt und übertrieben habt darin in den Sünden. La taqnatu min rahmatillah. Seid nicht. La taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Seid nicht hoffnungslos, wenn es um die Barmherzigkeit Allahs geht. Warum? Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Wahrlich, Allah vergibt alle Sünden.